Hallöchen, ihr Lieben! Dieses Mal geht es bei mir um Diamond Painting Produkte von der Marke Craft Buddy. Welche Produkte das genau sind, seht ihr heute bei mir. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tina Diamonds. Ich bin die Tina und ich möchte euch heute Diamond Painting Produkte von der Marke Craft Buddy zeigen. Ich habe euch ja bereits vor einer Weile einen Diamond Painting Osterschriftzug mit Beleuchtung von der Marke gezeigt. Kann ich euch, falls ihr das Video nicht gesehen habt, auch gerne einmal hier oben in der Infobox verlinken. Ostern ist zwar vorbei, aber wer tatsächlich mit dem Produkt geliebäugelt hat, der Osterschriftzug ist momentan bei QVC im Angebot. Ich glaube für 14,95 Euro, so günstig habe ich ihn damals tatsächlich nicht bekommen. Der fällt auch richtig schön aus, also ich kann ihn wie gesagt nur empfehlen. Weil ich mit der Marke Craft Buddy so zufrieden bin, möchte ich euch heute nochmal ein paar Produkte davon zeigen. Und zwar würde ich sagen, fangen wir dann auch gleich mal mit dem ersten Produkt an. Und zwar ist das nämlich einmal ein Landschaftsbild. Richtig schöne, viele bunte Farben, herrlich. Und zwar ist das nämlich einmal ein Crystal Art Framed Canvas Kit. Das heißt, es ist bereits auf einer gerahmten Leinwand bedruckt. Das finde ich bei den Diamond Painting Bildern von Craft Buddy auch immer besonders schön. Man braucht sich somit nämlich um keinen Rahmen mehr zu kümmern und kann die Bilder direkt nach dem Painten und Versiegeln an die Wand hängen. Das Video zum Thema Versiegeln kann ich euch auch einmal hier oben mit in der Infobox verlinken. Ich habe tatsächlich in dem Video auch ein Bild von Craft Buddy versiegelt. Also wenn ihr möchtet, schaut gerne rein. Das Besondere bei diesem Diamond Painting Bild ist auch einmal, dass es ein Partial Crystal ist. Das heißt übersetzt ein Teilkristall, also ein Teilbild. Somit wird nämlich nicht die ganze Fläche des Diamond Painting Bildes gepaintet. Das könnt ihr gleich aber auch nochmal genau sehen, wenn ich das Bild letztendlich ausgepackt habe. Die Größe von diesem Bild liegt einmal bei 40 x 50 cm. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir einmal auf die Rückseite. Für alle, die neu dabei sind und jetzt mit dem Diamond Painting starten, auf der Rückseite der Diamond Painting Bilder von Craft Buddy ist auch immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Painten dabei. Dort steht alles ganz genau beschrieben, wie es letztendlich mit dem Diamond Painting funktioniert. Außerdem ist hier oben, wie man sieht, auch wieder ganz genau angegeben, was letztendlich bei dem Bild mit enthalten ist. Und zwar sind folgende Produkte mit dabei. Einmal natürlich das Bild. Zwei Schiffchen sind mit enthalten. Natürlich der Diamond Painting Stift. Die Wachspads, mit denen man letztendlich mit Hilfe des Stiftes die Steinchen aufnehmen kann. Natürlich die Steinchen für das Bild. Zusätzlich enthalten sind einmal die Storage Bags, finde ich auch immer ganz toll. Da kann man nämlich, wenn man mit dem Painten fertig ist, die Steinchen ganz praktisch in diese Zipbeutelchen umfüllen. Und dabei sind dann noch einmal die Stiftgriffe, damit man bei dem Stift letztendlich nicht immer mit den Fingern abrutscht. Außerdem verhindern die nämlich noch während des Paintens zusätzliche Druckstellen an den Fingern. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal direkt in den Karton rein. Wenn er sich dann öffnen lässt. Doch, es klappt. Ich drehe den eben einmal. So. Genau, den Karton eben einmal zur Seite. Genau, dann öffne ich hier auf der Seite noch eben einmal die Folie. Und ziehe das Bild ganz vorsichtig drauf. So. Genau, mit dabei ist hier vorne noch einmal so ein kleines Werbeprospekt. Und da steht auch nochmal die Beschreibung zum Painten mit bei. Dann haben wir hier noch einmal das sogenannte Toolkit. Und zwar sind das nämlich einmal die weißen Schiffchen hier vorne.
Dann haben wir noch zwei Diamond Painting Stifte dabei. Zusätzlich beide mit Dreieraufsatz. Dann haben wir hier noch einmal die Stiftgriffe in Lila. Die schiebt man dann letztendlich hier vorne auf die Diamond Painting Stifte mit drauf. Hier vorne in der Mitte die Zipbeutelchen. Und dann noch eben einmal das Wachspad bzw. die Wachspads. Ich glaube, da sind nämlich sogar zwei Stück drin. Gucken wir noch einmal. Und zwar in so einem kleinen, schönen, praktischen Döschen. Schauen wir mal, wie viele es sind. Aber ja, es sind tatsächlich zwei Stück. Zwei Wachspads. Genau, die packe ich eben einmal wieder mit rein. Dann haben wir hier auf der Seite noch eben einmal die Legende, die wir natürlich zum Painten brauchen. Genau, das könnt ihr, glaube ich, jetzt ein bisschen besser sehen. Und zwar sind hier einmal die Symbole, die auf der Diamond Painting Fläche gegeben sind, sowie einmal hier auf den einzelnen Beutelchen. Und dahinter stehen nämlich einmal direkt die DMC-Nummern. Finde ich auch immer besonders wichtig, wenn es letztendlich ums Kitting Down geht. Also wenn ihr mit dem Painten fertig seid und die Steinchen dann ordnungsgemäß wegsortieren möchtet. Dafür eignen sich, wie gesagt, auch die Zipbeutelchen sehr gut. Farben haben wir bei diesem Set einmal 30 Stück mit dabei. Genau, und das sind nämlich einmal diese hier. Die gucken wir uns auch mal eben genau an. Und zwar sind das nämlich richtig schöne, bunte, knallige Farben. Richtig kräftiges Orange, Blau. Oh, dieser Blauton ist auch herrlich. Wahnsinn. Auch herrlich. Richtig schön. Ich bin ja sowieso so ein Blau-Fan. Und dieses Grasgrün, Rot. Also es sind auf jeden Fall ziemlich viele schöne, bunte Farben vertreten. Außerdem hat dieses Bild einmal runde Steinchen, die man sehen kann. Falls ihr euch noch fragt, wie und in welcher Aufbewahrungsbox man die Steinchen vor dem Painten noch gut abkitten kann, ich habe vor kurzem ein Video zum Kitting Up von meinem nächsten Diamond Painting Bild gemacht. Das kann ich euch auch gerne einmal hier oben in der Infobox mit verlinken. Dann würde ich sagen, lege ich die Steinchen und das Zubehör einmal zur Seite und dann gucken wir uns das Bild genau an. Genau, das drehe ich dann einmal. Und zwar ist das nämlich einmal das Teilbild. Mir persönlich gefällt es richtig, richtig gut. Es wirkt, finde ich, wie so ein einziger Sommertag. Und jetzt könnt ihr nämlich auch ziemlich gut sehen, dass es nämlich ein Teilbild ist. Vielleicht habt ihr ja selber auch schon mal ein paar Teilbilder gepaintet. Vielleicht noch nicht und ihr seht das jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ich persönlich mag Teilbilder sehr gerne. Ich mag auch gerne die Bilder, die komplett gepaintet werden. Aber ich finde, diese Teilbilder, die haben irgendwie immer was ganz Besonderes. Das sind, finde ich, immer so ein paar Highlights, wenn man, ja, halt wie gesagt, nicht immer komplett alles gepaintet hat. Ich kann das gleich eben auch einmal ein bisschen ranzoomen, dann könnt ihr das etwas besser erkennen. Ich habe euch die Farben ja gerade gezeigt. Ich finde es auch schon mal traumhaft schön, dass es halt einfach so wunderschön knallig ist hier oben mit den ganzen Blüten. Ja, dieses frische Grün, traumhaft. Richtig schön gemacht hier vorne noch so mit dem Teich, der Schwan, die Gänse hier vorne. Ich zoome das eben einmal ran, dann könnt ihr das noch ein bisschen genauer sehen, gerade die Details. Ja, hier vorne einmal das Boot, das Mädchen, das den Arm so ein bisschen übers Boot schwenkt. Schmetterling, hier vorne noch, oh, ich schätze jetzt mal eine Amsel vielleicht. Könnte wohl eine Amsel sein. Ja, und die Symbole sieht man auch, sind richtig deutlich. Alle sehr gut erkennbar. Ja, hier die Gänse. Hier vorne ist noch jemand am Haken im Garten. Und auf der Seite ist noch einmal ein Postbote unterwegs. Richtig viele schöne kleine Details. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Bild sagt. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Wie gesagt, vielleicht habt ihr selber auch schon Erfahrung mit Teilbildern gemacht.
beziehungsweise mit Bildern von der Marke Kraftbody. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie dieses Bild letztendlich fertig gepainted aussieht. Dann räume ich das Bild einmal zur Seite und zeige euch das nächste Produkt. Die Farben packe ich nochmal und einmal wieder zurück in die Tüte. Richtig schön. Wirklich, es sieht aus, finde ich, wie so ein einziger Sommertag. Einfach nur traumhaft. Genau, das lege ich jetzt einmal zur Seite und dann zeige ich euch auch direkt den nächsten Artikel. Und zwar haben wir hier einmal den zweiten Artikel. Das ist auch einmal ein Diamond Painting Bild von Kraftbody. Dieses Mal einmal mit einer anderen Rahmenvariante, kann man hier vorne auch gut sehen. Und zwar ist das einmal ein Crystal Art Scroll Kit. Das Bild ist somit einmal aufgerollt und hat im unteren und im oberen Bereich einmal einen Holzrahmen. Man kann es somit auch wieder, wenn man es fertig hat, direkt aufhängen. Finde ich richtig klasse. Das habt ihr aber, wie gesagt, bei den Diamond Painting Produkten von Kraftbody eigentlich immer. Dieses Bild hat einmal eine Größe, steht hier oben noch mit bei, 35 x 45 cm. Ist ein bisschen kleiner wie das andere. Auch da schaue ich nochmal einmal auf der Rückseite. Hier haben wir dann wieder einmal die Erklärung zum Diamond Painting. Und hier oben haben wir dann einmal die Angaben zum Inhalt. Wieder einmal das Bild natürlich mit dabei. In diesem Fall ein Schiffchen, ein Diamond Painting Stift. Dann haben wir hier wieder ein Wachspad mit dabei, die Steinchen natürlich und zusätzlich nochmal einmal wieder die Zipbeutelchen. Die Öffnung ist einmal hier oben. Noch einmal ganz vorsichtig auf. Und dann nehme ich einmal das Bild mit raus und lege den Karton wieder zur Seite. Genau, das ist noch einmal wieder direkt in der Folie verpackt. Genau, wir haben hier bei dem Bild auch einmal auf der Rückseite die Legende gegeben. Bei beiden Varianten kann man diese natürlich einmal mit der Schere abschneiden. Das war bei dem anderen Bild auch so. Das Bild hat einmal 32 Farben. Und auch hier könnt ihr wiederum sehen, in der Mitte die Symbole gegeben und ganz hinten seht ihr dann einmal die DMC-Nummern. Genau, und hier kann man nämlich dann auch ganz gut erkennen, sind das nämlich einmal, wie gesagt, die Holzrahmen, einmal im unteren Bereich des Bildes und einmal im oberen Bereich befestigt. Und hier kann man dann letztendlich an dem Band das Bild aufhängen, wenn man es fertig hat. Mit dabei ist, wie wir es vorhin auch auf dem Karton wieder gesehen haben, einmal das Toolkit. In diesem Fall halt, wie gesagt, mit einem Schiffchen, einem Stift, aber auch wieder einmal dem Dreieraufsatz mit dabei. Dann haben wir einmal ein eckiges Wachspad und halt auch wieder die Zipbeutelchen. Farben haben wir einmal hier vorne mit dabei. Auch dieses Bild hat einmal runde Steinchen. Und es ist auch wieder eine wunderschöne Farbpracht. Diese traumhaft schönen, knalligen Farben. Einfach nur herrlich. Genau, bei den Farben schaue ich auch noch einmal rein. Dann haben wir hier wieder diese saftigen Grüntöne. So ein richtig schönes, starkes Grün, Blau. Ach, diese Blautöne. Herrlich, ich liebe Blau. Ihr habt bestimmt auch so eure Lieblingsfarben, über die ihr euch jedes Mal freut, wenn ihr sie seht. Das Gelb ist auch richtig schön. Dann haben wir hier noch so einen Rot-Beere-Ton, hätte ich schon fast gesagt. Ja, ich glaube, es ist mehr Beere als Rot. Richtig viele Lila-Töne. Das geht schon so ein bisschen in diese Flieder-Richtung. Gefallen mir richtig gut.
Die lege ich dann einmal wieder zur Seite. Genau, das Toolkit einmal zur Seite. Und dann schauen wir uns einmal das Bild an. Und zwar ist das nämlich einmal das zweite Motiv. Ich persönlich finde es wunderschön. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr da letztendlich zu sagt. Ich finde es einfach nur traumhaft mit diesen wunderschönen, verspielten Blumen hier vorne. Diese herrlichen Farbtöne. Es passt, finde ich, alles so optisch richtig gut zusammen. Hier vorne nochmal einmal so ein kleines Vogelhäuschen. Das verträumte, offene Gartentor. Dann haben wir hier vorne nochmal so einen kleinen Sommerhut direkt am Zaun hängen. Ein Körbchen mit ein paar Blümchen hier unten auf dem Boden. Und daneben noch ein paar Tontöpfe. Ich finde, das Bild hat auch irgendwie so ein bisschen was Romantisches. Aber ich denke mal, ja, das liegt einfach auch mit so ein bisschen an den Farben. Herrlich. Ich bin mal gespannt, was ihr letztendlich dazu sagt. Ob euch das Bild auch so zusagt. Ich möchte euch jetzt gleich auch nochmal unbedingt beide Bilder nebeneinander halten. Und zwar haben wir nämlich zu beiden Bildern drei Unterschiede. Abgesehen von der Größe und von der Optik. Das machen wir jetzt auch einmal. So, ich habe euch die Sicht jetzt noch einmal ein bisschen angepasst. Dann könnt ihr die Bilder zum einen jetzt nochmal aus der Entfernung ein bisschen besser betrachten. Und zum anderen kann ich euch dann auch einmal die drei Unterschiede zwischen den beiden Bildern ein bisschen besser zeigen. Wie gesagt, abgesehen natürlich von der Optik und der Größe. Zum einen ist es nämlich einmal die Rahmenvariante. Wir haben auf der rechten Seite ja, wie gesagt, einmal dieses Rollkit. Unten dann einmal den Holzrahmen und oben direkt. Und auf der linken Seite die bereits gespannte Leinwand. Der zweite Unterschied ist einmal, wie man schon sehen kann, auf der rechten Seite ist es einmal ein Vollbild und auf der linken Seite ja einmal das Teilbild. Und der dritte Unterschied ist einmal die Painting-Variante. Dafür zoome ich eben einmal ran. Und zwar werden nämlich auf der linken Seite einmal die Steinchen Reihe für Reihe gesetzt, so wie man es halt normalerweise auch bei den Diamond-Painting-Bildern kennt. Und auf der rechten Seite werden die Steinchen nämlich einmal etwas versetzt gepaintet. So kennt man es ja auch bei vielen anderen Diamond-Painting-Produkten, zum Beispiel bei Acrylaufhängern, bei Karten oder bei Aufklebern. Finde ich aber auch richtig schön, dann hat man einfach zwischendurch mal die Abwechslung und paintet einfach nicht immer komplett gleich. Besonders gut kann man das bei diesem Bild auch unten rechts in der Ecke sehen, das kann ich euch noch einmal zeigen. Ich schiebe das mal eben rüber. Hier unten zum Beispiel bei den Pflanzen oder ich sehe jetzt auch gerade hier oben beispielsweise bei dem Zauntor ist es auch sehr gut erkennbar. Es gibt einfach so viele schöne unterschiedliche Diamond Painting Bilder und wie man sieht variiert das nicht immer einfach nur vom Motiv oder von der Diamond Painting Größe, sondern wie gesagt auch von der Painting Variante. Somit hat man einfach immer die gewisse Abwechslung und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich richtig gut. Ich bin wie gesagt mit den Diamond Painting Produkten von der Marke Craft Body auch immer super zufrieden gewesen. Deshalb wollte ich euch die beiden Produkte nämlich heute auch eben einmal unbedingt zeigen. Vielleicht habt ihr selber ja auch schon die ein oder anderen Diamond Painting Produkte bei der Marke Craft Body bestellt. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr in diesem Fall wieder sehr zufrieden wart mit den Produkten. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr zukünftig bei mir, bei Tina Diamonds, nichts mehr verpassen wollt, dann folgt mir sehr gerne. Bis bald!